Auf vielfachem Wunsch zeigen wir dir in diesem Video eine kurze Vorschau auf die neue BC Mobile Version. Die Version im Video ist zu ca. 70% fertig. Also bitte nicht wundern, dass wir in diesem Video noch nicht auf alle Funktionen eingehen. Auch die Meldungen, die zwischendrin ab und zu auftauchen, werden in der finalen Version natürlich nicht mehr erscheinen. Genug der Vorworte, starten wir jetzt mal die BC Mobile App. In den Einstellungen kann jedes Endgerät individuell eingestellt werden. Zudem kann man in den Einstellungen jederzeit die Gültigkeit der BC Mobile App erkennen. Wenn die Lizenz ausläuft, gibt dir die App natürlich rechtzeitig einen Hinweis. Zurück im Hauptfenster kannst du dich jetzt mit deinem Passwort anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung kannst du entscheiden, ob du eine Bestellung auf einem Tisch oder für einen Stammgast erfassen möchtest. Neu ist die Möglichkeit, einen Tisch per QR-Code aufzurufen. Zudem gibt es noch die Tischoptionen, womit du zum Beispiel einen ganzen Tisch umziehen kannst. Wenn du dich für die manuelle Tischauswahl entschieden hast, stehen dir alle Räume, Tische und Stammgäste aus deiner BistroCash-Kassensoftware zur Verfügung. Nach der gewünschten Auswahl landest du im Bestellfenster der App. Im Unterschied zur alten BC Mobile Version gibt es jetzt auch in der App die Möglichkeit, schon bei der Bestellung eine Splittung vorzunehmen. Über die Schaltfläche Artikel gelangst du in die Auswahl aller deiner in BistroCash angelegten Artikel. Genauso wie in BistroCash auch, wählst du zuerst die gewünschte Artikelkategorie aus und anschließend den gewünschten Artikel. Wenn du in den Einstellungen die Mengenauswahl ausgeschaltet hast, dann sorgt jeder Tab auf einen Artikel für Menge plus 1. Alle in BistroCash hinterlegten Artikelkommentare werden automatisch angezeigt, sobald ein entsprechender Artikel ausgewählt wird. Wenn du einen Tisch kassieren möchtest, wählst du zuerst den gewünschten Tisch aus. Wenn du die Bestellung bereits aufgesplittet hast, dann kannst du jetzt eine Rechnung für alle zusammen oder für jeden einzelnen Gast erstellen. Im Rechnungsfenster kannst du die Zahlungsart und ein eventuell gegebenes Trinkgeld auswählen oder eingeben. Als kleine Hilfestellung gibt es auch in der neuen App wieder den Rückgeldrechner. Zum Schluss kannst du zwischen dem Online-Beleg oder einem gedruckten Beleg wählen. Über die direkte Eingabefunktion kannst du jederzeit eine Buchung dem Tisch hinzufügen, ohne dass du auf deinem Artikelstamm zugreifen musst. Hier noch ein paar technische Daten zur BC Mobile App. Lauffähig ist die App ab der Android-Version 10. Im Moment ist die App für die technischen Daten vom Samsung Galaxy A52 optimiert. Nach der Fertigstellung der App werden wir nach und nach weitere Android-Endgeräte für die Nutzung mit BC Mobile freigeben. Geplant ist, dass du für einen kleinen Mietpreis 3 Endgeräte gleichzeitig nutzen kannst. Du kannst bei dem Mietzeitraum zwischen 6 Monate oder 12 Monate wählen. Preise und die Verfügbarkeit von BC Mobile werden wir dir in einem der nächsten Videos mitteilen. Danke für deine Treue und Geduld.